Meine Damen und Herren, guten Abend. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass es uns sehr bewegt, Sie zu diesem Abend und zu diesem Anlass und an diesem Ort gerade endlich wiederzusehen. Gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation schätzen wir es ungemein, für Sie heute Abend wieder musizieren zu dürfen. Das ausgebliebene Gala-Konzert 2020 wird in unserer Erinnerung wohl so etwas wie einen Stolperstein in der Geschichte unserer Stadtkapelle markieren. Von äußeren Umständen sprichwörtlich aus dem Takt gebracht zu werden, schmerzt den Musikanten nämlich immer. Und ein Konzert, das mit Engagement vorbereitet wurde, letztlich nicht spielen zu können, hinterlässt mehr als nur eine im Rückblick offen gebliebene Lücke im Kalender. Umso dankbarer sind wir, dass wir heute Abend jetzt wieder in Aktion treten dürfen. Und zwar mit Musik, die sich dieser Erinnerung an diese Lücke vielleicht sogar etwas trotzig entgegenstellt. Und zwar deshalb, weil sie uns mit geradezu triumphaler Weise in das Hier und Jetzt zurückbringt. Wir werden mit einer großartigen Musik von Dmitri Schostakowitsch begrüßt, der mit seiner festiven Ouvertüre Opus 96 gleich zu Beginn unseres Galakonzertes einen strahlend hell glänzenden Auftakt markieren wird. Dabei werden gerade die hohen Register der Blechblasinstrumente dafür sorgen, dass wir musikalisch einen wirklich kraftvollen Neustart und so etwas wie einen Aufbruch erleben können. Dass wohl Schostakowitsch selbst beim Komponieren mit großem Enthusiasmus vorgegangen ist, wird dieser Musik gleich anzumerken sein. Denn ohne Enthusiasmus wäre es wohl kaum möglich gewesen, dass er diese Ouvertüre in nur 5 Tagen geschrieben hat. Zeitzeugen erzählen, dass Schostakowitsch gleichzeitig reden, Witze machen und komponieren konnte und sich dabei regelrecht in einen Rausch geschrieben hat. Und dass die Tinte auf den Notenblättern praktisch noch nass gewesen sei, als sie nur Tage später auf die Pulte der Musiker gelegt wurden. Dass er damals vor Tatendrang nur so schäumte und das allen seinen Werken, die er nach 1953 geschrieben hat, auch anzumerken war, hatte einen einleuchtenden Grund. 1953 starb Josef Stalin. Stalins Regime manipulierte bekanntermaßen durch Propaganda und Beeinflussung der Medien eine verfälschte Version der Wirklichkeit für die sowjetische Bevölkerung, die auch vor der klassischen Musik und deren Schöpfer nicht Halt gemacht hat. Schostakowitsch hat mehr als 20 Jahre unter dieser Führung gelitten. Die eigene politische Haltung auf Dauer verbergen, ja sogar leugnen zu müssen, künstlerisch permanent angeschränkt zu sein und sich überdies Stalins ausführlicher Ignoranz und nicht gerade klugen Kommentaren zu seiner Musik ausgesetzt zu sehen, macht deshalb auch klar, weshalb er es nach dessen Regime geradezu eilig hatte, der Nachwelt noch einige sozusagen befreite Werke zu hinterlassen. Und dass er es eilig hatte, merkt man diesem Stück tatsächlich an. Zu einer schillernden und facettenreich leuchtenden Auftaktphase kommen dann überaus virtuose Passagen für die Register der Flöten und des kleinen Holzes, die mit dem leuchtenden Temperament der Hörner Zwiesprache halten und die sich im weiteren Vorwärtsdrängen immer wieder chromatisch höchst anspruchsvollen Wendungen steigern. Eine Spezialität von Dmitri Schostakowitsch. Zeitgenossen sprechen von einem brillanten, sprudelnden Werk, dessen lebhafte Energie wie entkorkter Champagner überschwappte. Sie hören, man darf also gespannt sein. Auch darauf, wie unser Orchester, die für dieses Konzert übrigens auch nur 4 Wochen an Proben aufwenden konnte, diesen Auftakt gleich zelebrieren wird. Und feierlich zu zelebrieren, dazu haben wir mittlerweile wirklich allen Grund. Verehrte Gäste, willkommen zum Galakonzert 2021 mit der festiven Ouvertüre Opus 96 von Dmitri Schostakowitsch, mit den Damen und Herren der Stadtkapelle Oberkirch, geleitet von Stadtmusikdirektor Zeno Peters.
ein wahrlich glanzvoller Auftakt. Es ist ein tröstlicher Gedanke, meine Damen und Herren, dass dieser große Komponist seiner Kunst noch etwa 20 Jahre lang frei von Repressalien nachgehen konnte und bis heute immer wieder die Würdigung erfährt, die sein Werk tatsächlich auch verdient. Als Beispiel dafür gilt, dass diese Ouvertüre 5 Jahre nach seinem Tod zum charakteristischen musikalischen Thema der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau gewählt wurde. Verehrte Gäste, auch bei uns gibt es heute Abend einen besonderen Umstand zu würdigen. Einen, der schon im vergangenen Jahr an dieser Stelle zu würdigen gewesen wäre und deshalb heute umso herzlicher nachgereicht werden muss. Nämlich die Tatsache, dass wir heute das 20. Galakonzert unter der künstlerischen Leitung von Stadtmusikdirektor Zeno Peters zu feiern haben. Hierzu an dieser Stelle eine sehr herzliche Gratulation. Seit 2001 ist er nun schon hier in Oberkirch tätig. Er ist Genießer und Erschaffer großer Tonkunst, natürlich ein begeisterter Musiker, virtuoser Solist auf Klarinette und Saxophon und darüber hinaus, und das ist für heute Abend wichtig, inspirierter Programmgestalter immer wieder, kreativer Kopf, sorgfältiger Klangverwalter, energischer Motivator und natürlich ein überaus vitaler, mitreißender Dirigent. Sie haben es gehört, dass bei dem Wort energischer Motivator das Orchester ganz besonders laut geschmunzelt hat. Zu den weiteren Vorzügen Zeno Peters gehört es, dass er innerhalb der Stadtkapelle und freilich in seiner eigenen Musikschule in diesen zurückliegenden 2 Jahrzehnten für viele Menschen auch wertvoller Wegbegleiter, für viele sogar Entdecker, Förderer und Unterstützer war und ist. Dass er mit seiner Begeisterung für Musik und das Musizieren selbst schon viele junge Menschen zu Erfolgen geführt und verholfen hat, belegen zahlreiche Nennungen bei Leistungskursen und besten Platzierungen immer wieder bei vielen wichtigen Wettbewerben. Es würde den Rahmen dieses heutigen Abends und auch den meiner Aufgabe sprengen, darüber umfangreicher zu referieren, obwohl dies durchaus möglich wäre. Stattdessen mache ich Sie mit einem jungen Mann bekannt, der als Kind mit schon erfreulichem Talent ausgestattet von Zeno Peters im Spiel auf dem Saxophon unterwiesen und später von eben diesem auch seinen künstlerischen Feinschliff erhalten hat, was gelegentlich auch in ersten Plätzen bei Wettbewerben zur Folge hatte. Ganz nebenbei ist es eine Adelung eines guten Musiklehrers, wenn man beim Hören der Schüler die Kultiviertheit ihres Mentors heraushören kann. Bei Felix Bauert ist das so. Er ist heute Abend unser erster Solist, ein junger Mann, der aus dem Kinzigtal stammend schon viele Jahre hier in Oberkirch bei der Stadtkapelle mitwirkt und hier immerhin mit dem Amt des Vizedirigenten betraut ist. Im letzten Sommer hat er sein Musikstudium abgeschlossen, unterrichtet mittlerweile selbst und ist seit Juni Dirigent der Stadtkapelle Gengenbach. Er wird uns die Komposition des Amerikaners John Cheatham vorstellen, und zwar das Concerto Agrariana, was so viel bedeuten könnte wie ländliches Konzert. Also nicht Agrarkonzert, was man herauslesen könnte, sondern eher ländliches Konzert. Aber im Ernst, Cheatham würdigt mit seiner Komposition jene amerikanischen Pioniere, die im frühen 19. Jahrhundert die riesigen Flächen Nordamerikas urbar gemacht haben und dadurch praktisch zu den ersten Ernährern der noch jungen Nation gehörten. Im Stück hören wir in 4 anspruchsvoll gestalteten Sätzen unterschiedliche Motive, die ihre Wurzeln in der Folkmusik haben und sich in der Form einer Tonsprache den ersten Farmern Amerikas und den endlosen Weiten ihres Ackerlandes widmen. Prominent wird dabei das Altsaxophon als Soloinstrument sein,
Es wird als außergewöhnlich facettenreiches Medium ein Transporteur dieser Stimmungen. Anspruchsvoll ist das Stück aber auch für das Orchester, dem der Komponist in der Begleitung des Soloinstrumentes eine hohe Konzentration bei der Gestaltung verlangt. Verehrte Gäste, 4 spannungsreiche Sätze werden wir hören. Das Concerto Agrariana von John Cheatham, Solist am Altsaxophon, ist Felix Bauert. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Liebe Gäste, in den 20 Gala-Konzerten, die uns von Zedo Peters präsentiert wurden, ist ja schon einiges an Spektakulärem an unser Ohr gelangt. Dabei wurde im Laufe der Zeit auch deutlich, wie erstaunlich sicher sich unser Orchester in den unterschiedlichsten Stilrichtungen bewegt. Dabei haben es die Damen und Herren hinter mir auch über diese große zeitliche Distanz immer wieder geschafft, musikalisch zu wachsen und ganz nebenbei auch an der eigenen Virtuosität zu arbeiten. Sicherlich wurde dabei auch ein großes Stück des akribischen Naturells von Zedo Peters auf das Orchester übertragen. Ob es um die Wiedergaben von Bearbeitungen klassischer Werke ging, wie vor 2 Jahren zum Beispiel die Ouvertüre zu Lohengrin von Wagner, ob es um Experimentelles ging, wie die Beschreibung eines Automobils mit Startschwierigkeiten, den Besuch im tiefsten Dschungel oder einer Jagd auf den Wal Moby Dick, von Ahab über Voodoo und bis Wagner war sprichwörtlich alles dabei. Und nicht selten wurden die Akteure, die sonst nur ihr Instrument benutzen, dabei auch immer wieder zu stimmlich präsenten Chorsängern oder auch mal zu Performance-Künstlern. Insofern wohnt den Programmen unseres städtischen Musikdirektors stets der Zauber der Überraschung inne, die mit einer offenbar verschmitzten Lust, mit Blasorchester beste Unterhaltung bieten zu wollen, immer aufgeweckt daherkommt. Dazu gehört natürlich auch die sogenannte Programmmusik, wie wir sie jetzt hören werden. Musik als Mittel für unsere Vorstellungskraft. Zedo Peters hat für uns The Ghost Ship, das Geisterschiff, aus der Feder des 1984 geborenen Spaniers José Alberto Piña ausgesucht. Ein Stück, das gleich eine enorme musikalische Wucht entfalten wird. Allein schon durch seinen zeitlichen Umfang stellt dieses Werk an sämtliche Akteure eine kräftemäßig hohe Beanspruchung dar. Vor unserem inneren Auge lassen wir uns nämlich die wahre Geschichte der American Star schildern, einem Schiff, was zwar eine lange, aber wenig ruhmreiche Schiffskarriere hinter sich brachte. 1939 lief sie unter amerikanischer Flagge vom Stapel, ursprünglich gedacht als Passagierschiff zwischen Europa und Nordamerika eingesetzt zu werden. Als aber der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde aus dem Luxusliner ein Truppentransporteur. Bis 1980 beförderte die American Star wieder Passagiere, wurde dann aber ausrangiert und lag danach lange, 14 Jahre lang, ungenutzt in einem griechischen Hafen. Auf dem Weg zu ihrer Verschrottung dann das Unglück,
Während eines schweren Sturmes bei den Kanaren riss das Tau zwischen der American Star und dem Hochseeschlepper. Zwei Tage lang trieb der gut 220 Meter lange Ozeanriese mit seiner nur vierköpfigen Besatzung hilflos und ohne Kontrolle in Sturm und Strömung weiter, bis er schließlich vor Fuerteventura strandete und dort auch noch in zwei Teile zerbrach. Bald machen sich Inselbewohner über das einst kostbare Innenausstattung her. Später wird das Wrack auch zu einem Abenteuerspielplatz, in dem bis jetzt schon 7 Menschen ihr Leben ließen, was dem Schiff natürlich eine weitere Aura des Schauerlichen mitgibt. Seit 2008 sinkt es, dauernd von bis zu 10 Metern hohen Wellen getroffen, immer wieder und immer mehr in den Sand vor der Insel, und heute ragen nur noch wenige Teile aus dem Wasser. Ein morbides, gebrochenes Gebilde, dem Zerfall anheimgegeben, der Stolz früherer Jahre ist kaum mehr zu erahnen. Die Musik, die uns José Alberto Piña dazu schreibt, ist voller Energie, mystischer Atmosphäre und Intensität. Sie beginnt mit einer Betrachtung des Wracks, schildert uns danach die Größe des einstigen Meereskreuzers und nimmt uns auch mit durch die Kabine des späteren Geisterschiffes. Aber auch die prächtige Zeit auf der hohen See ist ein musikalisches Thema, wenn das Gleiten durch die Wellen der Hochsee beschrieben wird, die kostbare Innenausstattung und die mächtigen Motoren im Inneren des Schiffes. Sonar und Funkrufe sind zu vernehmen. Wir erleben dramatische Momente auf See und überhaupt die majestätische Erscheinung, die das Schiff einst zum Glanz aller Häfen gemacht hat. Das am Ende rostende Wrack im Wasser vor Fuerteventura könnte eine Metapher für die Vergänglichkeit des Lebens sein. An musikalischer Prachtentfaltung fehlt es dabei allerdings nicht. Hören wir uns das an. Wir reisen zum geheimnisvollen Geisterschiff von José Alberto Piña.
als Musik war das ein wahres Festmahl. Verehrte Gäste, ein Vorzug meiner Tätigkeit als Präsentator dieser Programme dienen zu dürfen, ist eindeutig die vorherige Beschäftigung mit den Titeln, die ich anzukündigen habe. Dies bringt mit sich, dass ich gelegentlich Werke kennenlernen darf, die das Zeug haben, all das, was ich bisher zu kennen glaubte, in den Hintergrund zu drängen. Dazu gehören vor allem immer mal neue Namen von Komponisten und deren Werke. Dabei wird es besonders interessant, wenn unter diesen vielen mal wieder einer auftaucht, bei dessen Erzeugnissen man schon bei den ersten Tönen die Ohren ganz besonders spitzt. So ist es mir nämlich mit Guido Rennert gegangen, dessen tolles Stück Hamburg Tor zur Welt wir gleich hören werden. Guido Rennert ist Jahrgang 1973, er stammt aus dem sächsischen Torgau, ist Stabsfeldwebel bei der Bundeswehr im Musikchor, seines Zeichens wie Zeno Peters ebenfalls Klarinettist und nach meiner persönlichen Überzeugung einer der interessantesten Namen im Bereich sinfonischer Blasmusik, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie gerade merken, dass ich über das gewöhnliche Maß hinaus gerade begeistert bin von diesem Herrn. Insofern ist das der Grund, dass ich Ihnen nicht nur von ihm erzählen will, sondern Sie ganz unverhohlen dazu auffordere, bei nächster Gelegenheit mal einen Besuch auf seiner Website vorzunehmen. Ich will Sie sogar dazu drängen, vielleicht auch bei YouTube vorbeizuschauen, um einige Tonbeispiele aus seiner Feder zu finden. Denn wer es nämlich schafft, als Beispiel eine Lohengrin-Louvertüre von Richard Wagner musikalisch noch schmackhafter, noch süffiger, noch gehaltvoller zu machen, als es Richard Wagner selbst möglich war. Also das Ganze so genial aufzupimpen, dass man sich fragt, warum Wagner das nicht schon selbst gemacht hat. Der hat es tatsächlich verdient, hier so prominent angekündigt zu werden. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen wie Verkaufsfernsehen, aber trotzdem, was wir gleich hören werden, ist so raffiniert gebaut, so schön instrumentiert, ideenreich gestaltet und mit Überraschungen gespickt und in der Dramaturgie zwischen den ernsten und leichten Inhalten in meinen Augen einfach umwerfend gut gemacht. Beim Hören wird dann auch deutlich, warum sich Guido Rennert mittlerweile einen guten Namen als Komponist für Film und Fernsehen machen konnte. Seine Musik ist also als Kino für die Ohren zu verstehen. Und dafür bietet die Stadt Hamburg eine durchaus ergiebige Grundlage. Rennert lässt uns seine Hörversion über Hamburg, ihre Geschichte und markante Ereignisse der Hansestadt hören. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich die Einführung in diesem Stück etwas ausführlicher halten muss, aber es lohnt sich, etwas über die einzelnen Inhalte zu erfahren. Man hört schließlich mehr, wenn man etwas weiß. Mit glanzvollen Fanfaren geht es nämlich los. Hier zeigt sich Hamburg zunächst von oben. Wir kreisen über die heutige Stadt, über den Turm von St. Michaelis, sehen den Hafen und hören dann auch schon Schiffsglocken und die tiefen Signale der großen Frachter. Mit dem zweiten Satz gehen wir zurück in die Geschichte Hamburgs, und zwar ins Jahr 1401. Mittelalterliches Markttreiben findet statt. Es ist der 20. Oktober 1401, der Tag, an dem der gefährlichste Pirat der Nordmeere, Klaas Störtebeker, gemeinsam mit 72 seiner Gefährten auf dem Hauptplatz Hamburgs enthauptet wird. Eine schillernde Persönlichkeit des Mittelalters, dessen Geschichten noch heute für Gänsehaut sorgen. Weniger bekannt hingegen ist die Geschichte um den König von Dänemark, der uns mit einem Fanfaren und militärischen Piccoloflöten Intermezzo vorgestellt wird. König Christian V. von Dänemark hat 1686 drei Wochen lang die Stadt Hamburg belagert, weil er der Meinung war, dass zu seinem ebenfalls belagerten Herzogtum Holstein auch eine anständige Stadt gehören sollte. Die Hamburger hingegen zahlten ihm die stolze Summe von 220.000 Talern, damit er wieder abzieht. Insofern ist es tatsächlich fraglich, ob dieser freundliche Herr tatsächlich eine solch prachtvolle Musik verdient, wie wir sie gleich hören werden.
Im vierten Satz macht Rennert den großen Aufbruch, die Auswanderungswelle im beginnenden 19. Jahrhundert zum Thema. Die Musik ist dort in gedämpfter Stimmung gehalten, aber nicht ohne hoffnungsvolle Zuversicht. Immerhin verließen allein zwischen 1820 und 1880 mehr als 5,5 Millionen Deutsche über den Hamburger Hafen ihrer Heimat in Richtung Amerika. Die Schiffsglocken läuten als Zeichen des Abschieds beim Auslaufen der Schiffe in die neue Welt. Dazu passt auch das feine, verklingende Motiv des Hamburger Fährmasters. Danach markieren 12 Glockenschläge vom Turm der St. Michaeliskirche eine Zeitenwende der Stadt. Im feierlichen sechsten Satz wird nämlich an die Bombardierung Hamburgs im Jahr 1943 erinnert, in der die Stadt zerstört und mehr als 34.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Rennert beschreibt in diesem Teil mit einer einfühlsamen Trauermusik, die wirklich unter die Haut geht. Die kurze, aber heitere Melodienfolge danach steht dann wieder für den Neuanfang, für die Hoffnung und für die Lebensfreude nach dem Krieg. Die Wirtschaftswunderjahre, in denen unter anderem die Beatles in Hamburg aufgetreten sind, in denen der Swing und Big Bands Einzug hielten, bald auch die erste Rockmusik erklang und das erste deutsche Fernsehen gegründet wird. Lassen Sie sich da überraschen, mit welchen Motiven uns der Komponist diese Aspekte erkennen lässt. Mittlerweile sind wir dann im Jahr 1962, das Jahr der großen Sturmflut, angekommen. In der Nacht vom 16. auf 17. Februar sterben allein 300 Menschen in der vom Meer hereindrängenden Flut. Wind und Regen sind so übermächtig, dass mehr als 100.000 Menschen in der Stadt vom Wasser eingeschlossen sind. Im Kampf gegen die Flut macht sich vor allem der damalige Innensenator Helmut Schmidt verdient, indem er kurzerhand bei NATO, Bundeswehr und dem damals noch als Feind empfundenen Frankreich telefonisch und über Nacht Hilfe unbürokratisch und schnell nicht nur erbat, sondern teilweise regelrecht angeordnet hat, was ihm später von allzu spitzfindigen Kritikern vorgehalten wurde, denn er hat in dieser Nacht ohne Mandat des Senats gehandelt. Später meinte er zum selben Vorgang einmal in seiner trockenen Art, dass er angesichts der ertrinkenden Menschen schlicht keine Zeit gehabt hat, im Grundgesetz zu blättern, um nachzusehen, ob seine Vorgehensweise rechtens war oder nicht. Hamburg verneigt sich vor Helmut Schmidt, heißt deshalb dieser kleine Abschnitt, der dann aber gleich vom Teil mit dem Titel Willkommen in Hamburg abgelöst wird. In ihm ist die Weltstadt das Thema, hanseatische Liberalität, Lebensfreude, offener Geist. Die Stadt, in der sich die Welt trifft, das Tempo vielleicht etwas schneller ist als anderswo, wo Nationen sich begegnen und wo auch mal schwere Jungs auf leichte Mädchen treffen. Deshalb spazieren wir natürlich auch über die Reeperbahn. Und wann sollten wir das sonst tun als nachts, und zwar genau um 12:30? Auch da überrascht uns Guido Rennert mit einer weiteren Farbe, nämlich mit dem Instrument, was ebenfalls zu Hamburg gehört, wie Hafen, Reeperbahn und Alster, nämlich dem sogenannten Schifferklavier, das er auch zuvor immer wieder gerade in den Übergängen der einzelnen Themen zurückgenommen und fein in seinem Stück platziert. Meine Damen und Herren, weil es in einem Blasmusikorchester eher unüblich ist, dieses Instrument in den eigenen Reihen zu führen, haben wir einen weiteren Gast bei uns, um das unser Orchester heute Abend reicher wird und den ich die Ehre habe, Ihnen ankündigen zu dürfen. Zu uns kommt nämlich ein junger Künstler aus unserer Heimatstadt, den ich selbst derzeit für das spannendste musikalische Talent Oberkirchs halte. David Blasen, viele von Ihnen sicherlich schon längst als Kirchenmusiker und vielen weiteren Auftritten geläufig, wird unser Orchester mit dem Spiel auf dem Akkordeon ergänzen. Liebe Gäste, ich weiß,
Das war jetzt viel Text für ein einziges Stück, aber ich darf sagen, dass ich sicher nicht länger gebraucht habe, als das Stück selbst lange ist. Da dürfen Sie sich nämlich auf 25 Minuten gehaltvolle Musik freuen. Deshalb möchte ich Ihnen am Ende meiner Ausführungen einfach sagen, dass es mir sehr geholfen hat und immer wieder hilft, dass Sie bei meinen Vorträgen so lange schweigend ausharren und immer wieder geduldige Lauscher sind. Sie geben mir dadurch die Chance, dass ich meine Texte von Unterbrechungen unbehelligt, erfreulich, störungsfrei an Sie ausliefern kann. Deshalb an dieser Stelle danke. Liebe Gäste, die Damen und Herren der Stadtkapelle Oberkirch mit David Blasen am Akkordeon und Zeno Peters am Pult mit Hamburg, Tor zur Welt. Thank you.
Thank you.